Grundsätzlich ist das nicht so einfach zu beantworten. Generell geht es darum, immer auf der sicheren Seite bei sozialen Netzwerken zu sein. Und da empfiehlt es sich schon mal, als ersten Ansatz nachzudenken, was man denn nicht posten sollte. Also eine Strategie für sogenannte Post-No-Gos zu entwickeln. Bei der ganzen Selfie-Mania ist es zu beachten, dass es prinzipiell nicht erlaubt ist, Fotos vom privaten Raum, also von zu Hause, vom Partykeller, mit anderen Freunden einfach so zu posten. Die Netiquette, die sogenannten Internet-Benimmregeln, schlagen vor, im Notfall immer die Person kurz zu fragen, ob das okay ist. Genauso ist es mit Fotos, die nicht von dir gemacht wurden. Jedes Foto-Video hat in der Regel einen Urheber, ohne dessen Zustimmung eigentlich nichts gepostet werden darf. Deshalb heißt es auch bei Avatar-Bildern à la Mickey Mouse, Homer Simpsons, vorsichtig zu sein. Man kann aber ohne weiteres auf die sogenannten Creative Commons ausweichen. Hier erlauben Urheber ihre Werke, Fotos, Videos unter bestimmten Bedingungen weiterzugeben. In der Regel kannst du alle Inhalte, sofern du den Namen des Autors nennst, verwenden. Aber sprechen wir doch lieber über Inhalte, die auf jeden Fall gepostet werden dürfen. Das ist zum Beispiel Lob, wenn zum Beispiel ein Freund eine tolle Leistung erbracht hat, einen tollen Kuchen gebacken hat oder eine Prüfung bestanden hat. Aber auch Emotionen, die nicht beleidigend sind bzw. krasse Schimpfwörter beinhalten. Das Netz ist sozial, das heißt, man darf ruhig als Mensch Gefühle zeigen, Gedanken äußern, aber immer ganz im Sinne der Netiquette, also konstruktiv. Weiters dienen soziale Netzwerke dazu, Entwicklungen in der Politik, neueste Ergebnisse aus dem Sport oder Aufrufe zu karitativen Zwecken mit deinen Freunden zu teilen. Soziale Netzwerke dienen dazu, sich mit Freunden aus der ganzen Welt auszutauschen, Wissen zu teilen, gemeinsam besser informiert zu sein, sich Tipps für die nächste Reise zu holen oder mal nachzufragen, wo es denn die günstigsten Handys gibt. Das nennt man dann in der Fachsprache Collective Intelligence oder sogenannte Schwarmintelligenz. Wie bzw. für welche Zwecke man Inhalte auf sozialen Netzwerken teilt, das habe ich schon erwähnt. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass Inhalte, die im Netz geteilt werden, extrem schnell disseminieren. Das bedeutet, sich extrem schnell weiterverbreiten. Das hat extrem positive Seiten, zum Beispiel, dass man mit einer bestimmten Message, einer Nachricht sehr schnell sehr viele Leute erreichen kann. Das hat aber auch natürlich negative Auswirkungen. Das kann negative Auswirkungen haben, wenn man eben die oben genannte Netiquette, diese sogenannten Internet-Benimmregeln, nicht einhält. So ist zum Beispiel ein ungünstiges Foto von dir oder deinen Freunden auf einer Party sofort geteilt und von quasi jedem sichtbar und eigentlich, was noch problematischer ist, veränderbar, editierbar, zum Beispiel durch Fotomanipulationen und so weiter. So gesehen könnte man sagen, das Netz vergisst nie, dem sollte man sich schon bewusst sein. Generell sollte die Regel gelten, nicht sofort auf einen Post, der dich zum Beispiel ärgert oder verwirrt, sofort zu antworten. Da du eben noch stark emotionalisiert sein könntest und du das später eventuell bereuen könntest. Es ist besser, lieber mal einen Tag drüber zu schlafen, denn oftmals missinterpretiert man bestimmte Posts oder Nachrichten. Das heißt, der Sender, der Absender hat es gar nicht so gemeint, wie du es liest. Grundsätzlich ist es möglich, bestimmte Inhalte, die von dir produziert wurden, zum Beispiel auf Facebook, Twitter, zu löschen. Das heißt allerdings nicht, dass sie dann ganz weg sind, da das ursprüngliche Bild, Foto oder Video schon bereits von jemand anderem gespeichert, manipuliert oder weitergeleitet werden könnte. Und das ist das große Problem, dass hier alles im Netz bleibt, weil es sich die Leute besorgen bzw. heruntersaugen können. Die Netiquette, schon oben kurz erwähnt, sind sogenannte Internet-Benimmregeln. Ein digitaler Knicke, wenn man so möchte. Grundsätzlich gilt bei Posts, Kommentaren, Antworten etc. auf sozialen Netzwerken, dass du Dinge, die du selbst nicht über dich lesen möchtest, auch nicht postest. Also keine Beleidigungen, Anschuldigungen, die nicht wahr sind und auf gar keinen Fall persönliche Daten anderer weitergibst. Es ist auch wichtig, dich nicht immer
zu sehr in den Mittelpunkt auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken zu stellen. Das heißt, dauernd zu zeigen, dass du etwas kannst. Also salopp formuliert, dauernd zu zeigen, dass du super toll bist oder super cool bist. Also schau, dass du eben kein sogenannter Ego-Poster auf Facebook wirst. Weiters ist es auch wichtig, Inhalte, Zitate oder dergleichen zu posten, und aber immer die Quelle anzugeben. Das heißt, alles andere wäre mehr oder weniger Plagiat. Auch ein ständiges Facebook-Lurking, also ein Herumlungern, nur Fotos der anderen anzuschauen, ihnen nachzuspionieren oder sie zu stalken oder selbst keine Fotos hochzuladen, beziehungsweise selbst keine interessanten Dinge zu posten, wäre auch ein wenig fad. Das soziale Netz ist ja ebenso spannend, weil so viele Leute aktiv und mehr oder weniger des Öfteren konstruktiv dazu beitragen. Das macht das soziale Netz, das Mitmach-Web, aus. Den Wahrheitsgehalt von Postings zu erkennen, kann hin und wieder relativ schwierig sein. Generell ist immer darauf zu achten, woher das Posting stammt. Wenn du Infos von seriösen Zeitungen liest oder weißt, dass bestimmte Quellen ständig richtige Meldungen beinhalten, ist das schon mal ein sehr gutes Indiz. Wahre Postings verschreiben sich grundsätzlich nicht einer gewissen Sensationshascherei. Das bedeutet, wenn Postings sehr reißerisch mit viel Tamtam und Getöse daherkommen, muss man grundsätzlich sehr vorsichtig. Viele Posts sind so sensationsgeil gestaltet, dass man dann eben draufklickt und dann meistens auf sogenannte Phishing-Seiten kommt, die dann deine Daten klauen. Sei also vorsichtig, wenn du Posts liest, die dir versprechen, dass du jetzt ein neues Auto gewinnst oder ein neues Handy. Ein weiterer Trend ist, dass man das Ende einer Geschichte oder Info nur weiterlesen kann, wenn man vorher die E-Mail-Adresse oder andere persönliche Daten preisgibt. Finger davon, Finger weg. Leider gibt es immer mehr Leute, die Accounts hacken, um an deine Daten zu gelangen. Oder sogenannte Internet-Trolle, die Unwahrheiten oder sogar Obszönitäten verbreiten und das Ganze anonym. Es gilt also die Devise, wenn du Posts von Quellen liest, denen du sonst auch traust, also von Zeitungen, Expertinnen, und die vorher genannten Anzeichen nicht gegeben sind, bist du ziemlich auf der sicheren Seite. Im Zweifelsfall such das Gespräch mit vertrauten Freunden, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, um abzuklären, ob gewisse Quellen seriös sind oder nicht, oder ob gewisse Quellen versuchen, dich zu manipulieren oder nicht.